Hallo und herzlich willkommen zum Videolernzyklus Koordinatensystem mit Hanna und Felix dem Hasen. Wir werden heute das Koordinatensystem kennenlernen, nachher wissen, wo Koordinatensysteme vorkommen und die wichtigsten Merkmale des Koordinatensystems benennen können. Was haben ein Atlas, Pokémon Go und Schiffe versenken gemeinsam? Und was hat das mit Mathematik zu tun? Wenn du das und noch vieles mehr erfahren willst, dann spitz deine Ohren. Im Geografieunterricht hast du doch bestimmt schon einmal einen Atlas in der Hand gehabt und nach einer Stadt oder einem Land auf der Karte gesucht. Versuche dich daran zurückzuerinnern. Wie bist du dabei vorgegangen? Woher weißt du, wo genau sich etwas auf der Landkarte befindet? Schon eine Idee? Na, dann legen wir direkt los. Wie kannst du Felix dem Hasen erklären, wo Wien auf dieser Karte zu finden ist? Schau mal, Felix, Wien liegt auf. Wien liegt auf D3. Wien liegt auf dem Schnittfeld der Spalte D und der Zeile 3. Ähnliches machst du auch, wenn du Schiffe versenken spielst. Oder aber auch Pokémon Go basiert auf dieser Idee. Jede Buchstaben-Zahlen-Kombination gibt genau eine Position auf dem Spielfeld an. Die Markierung hier liegt auf 5C. Das Schnittfeld ist also 5C. In der Mathematik wird so ein Raster als Koordinatensystem bezeichnet. Zuvor haben wir beim Schiffe versenken das sogenannte Schnittfeld markiert. Wir haben geschaut, wo treffen sich 5 und C. Und genau dieser Bereich ist dann das Schnittfeld. Im Koordinatensystem wird hierfür der Schnittpunkt gesucht. Wir markieren somit einen Punkt, wo sich die zwei Zahlen treffen. Beispielsweise kann das sein 3, 1, ein Schnittpunkt, wo sich 3 und 1 treffen. Ein Koordinatensystem stellt dabei eigentlich nichts anderes als eine Erweiterung von einem Zahlenstrahl dar. Nimm dir ein kariertes Blatt Papier, ein Geodreieck, einen Stift und mach doch gleich mit. Beim häufig verwendeten Koordinatensystem gibt es zwei Achsen. Die x-Achse und die y-Achse. Die y-Achse steht normal auf die x-Achse. Die x-Achse wird auch horizontale Achse oder Abszisse genannt. Die y-Achse wird auch als vertikale Achse oder Ordinate bezeichnet. Der Punkt, in dem sich die beiden Achsen kreuzen, wird als Ursprung oder Nullpunkt bezeichnet. Achte immer darauf, die Achsen mit Pfeilen zu markieren, da diese fortlaufend sind. Die Einteilung der Achsen kann beliebig erfolgen. Auf einer Achse müssen die Abstände aber immer gleich groß sein. Zu Beginn tust du dir am leichtesten, wenn wir mit ganzen Zahlen arbeiten. 0, 1, 2, 3 und 4. Dasselbe machen wir nun auf der y-Achse. Wir nehmen wieder eine Einteilung in gleich große Abstände vor und beschriften mit ganzen Zahlen. 1, 2 und 3. Nun haben wir also den ersten Quadranten des Koordinatensystems gezeichnet. Wir befinden uns im ersten Quadranten. Das erkennen wir daran, dass beide Achsen positiv sind. Auf dem hier dargestellten Koordinatensystem befindet sich ein Punkt P. Der Punkt P sitzt genau auf einem Schnittpunkt. Um uns das optisch besser vorstellen zu können, verbinden wir den Punkt P mit einer strichlierten Linie.
Der Abstand vom Nullpunkt auf der x-Achse beträgt 2. 0 auf 1, 1 auf 2. Wir schreiben die Koordinaten des Punktes immer wie im Alphabet. Zuerst die Position auf x, dann die Position auf y. 2 stellt somit den x-Wert dar. Den Abstand auf der y-Achse können wir uns ebenfalls mit einer strichlierten Linie besser vorstellen. Der Abstand auf der y-Achse vom Nullpunkt beträgt 3. 0 auf 1, 1 auf 2, 2 auf 3. Wir schreiben die y-Koordinate, die 3 ist. Der Punkt hat die Koordinaten 2, 3. P hat die x-Koordinate 2 und die y-Koordinate 3. Genauso kann die Karotte von Felix dem Hasen im Koordinatensystem eingezeichnet werden. Felix befindet sich hier im sogenannten ersten Quadranten. Wie du sehen kannst, sind beide Achsen positiv. Hilf Felix, die Koordinaten der Karotte abzulesen. Wie lautet der x-Wert? Wie lautet der y-Wert der Karotte? Die Lösung hierzu und wohin die nächste Reise geht, findest du im Basic-Video. Wir freuen uns schon auf dich. Bis bald!